Ja, eine Spalte, die noch in Flughöhe ist, macht mir Sorgen. Ja, was ist hier? Das ist kein Zufall. Oh, what the f. You know what? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg runter. Komm, oh. Lass mich jetzt nicht so killen hier. War ja schon auf dem Weg da unten zum Boden. Prozent mit verstärkter Heilung bei Crit leben. Naja, weiß Bescheid, wie viel das jetzt ist, ne? Wie soll ich dich denn bitte bekämpfen? Boah. Bin gesprungen. Da war so ein Lag im Weg. Okay. Die Hand hat eine blaue Stelle. Ich nehme an, das soll ich hauen. Wenn ihr die Hand hebt, habe ich ein Problem. Oh, ihm ist auch was Blaues. Okay, I don't know. Warte. What the hell? Au, what the f... Was hat mich jetzt getroffen, ey? Lässt mich dein Arm nicht hauen, weil der bewegt dann immer weg. Wow. Und deine Hitbox, die größer ist als der Arm. Was soll denn da? Come on. Soll ich mir ins Gesicht springen und hoffen? Oder was? Wer weiß, wahrscheinlich. Und natürlich gibt es keinen Safe Point dort in der Nähe, damit du richtig schlecht fühlst. So richtig schlecht fühlst, wenn du verlierst. Und zu wissen, wie das überhaupt funktionieren soll. Wenn ich nochmal zu dem fliegen. Einfach so, ohne zu wissen, wie das funktionieren soll. Vielleicht fällt mir da irgendwas ein, irgendwann mal. Okay, hier kommen wir auch hoch einfach. Noch so einer? Ach, langsam wird der langweilig. Aber das scheint immer nerviger zu werden mit dem Versuch. Als würde sich was ändern. Oh, fuck you, Hitboxen. Ich am Rand der Arena oder warum konnte ich nicht weiter wegrollen, trotz Rollen? Ach, komm on. Thank you.
hasse euch alle. Alles und jeden hier hasse ich. Ach komm. Was bist du? Also wahrscheinlich die nächste Arena. Okay. Mach nicht schon wieder sowas. Schwein wieder dabei? Scheint ja wichtig zu sein wieder hier. Wolkenläuferreh, ich wollte schon sagen, was ist das für eine Mischung aus Reh und Griffin und keine Ahnung, vielleicht noch was anderes. Was ist dein komisches Zeug, was du so machst? Okay, das Schreiau ist dann. Was wir wissen da jetzt? Oh, du gehst ein, natürlich. Aua. Zumindest kein Fallschaden. Och, nicht jetzt verlangsamen. Gutes Eissturm. Bist du der nächste? Ich flieg nur noch weg, Boss. Ja. Das kämpft gegen mich und versteckt dich nicht hinter deinem Wind. Ohne anzugreifen, bitte. Töt. Oh Gott, bitte. Oh, ups, 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 das war nicht gewollt. Oh no. Och nee. Aber ja, ich hatte recht, das Schwein ist wieder dabei. Come on.
Kampf ist dreckig. Okay. Typischer. Ich habe eine zweite Phase, Boss. Aha. Sei nicht drauf vorbereitet. Das ist der nächste Safe in der Nähe. Immerhin den haben wir jetzt dadurch gefunden. Na gut. Natürlich von vorne. Oder fällst du direkt auseinander, wenn ich wiederkomme? Das wird nicht funktionieren, oder? Soll ich sofort einen Satz nach hinten machen oder irgendwas? Oder nach vorne? Na hey. Kämpfe. Schreck mich doch. Hallo, kommen Sie zu mir. Lassen Sie sich hauen. Ja, mach das. Lecker. Welche kannst du behalten? Die Dinger will ich gar nicht haben. Fine. With you monkeys around, I'm always toiling away for nothing.
Kid, when you step up one day, try not to forget your Uncle Bajir. All I got from Wukong were the nasty jobs. You should do better than that. Now we're done here. Time to move on. Ja, hab ich schon gedacht. Ja, auch um die Rüstung anzuziehen, ich will die nicht haben. Oh, ja. Naja. Zaubers. Wenn es 100% Crit wäre, dann würde ich sagen, okay, es lohnt sich aber so. Nö. Ja. Was haben wir für Stats außerdings? Ausdauer plus. Nee. Und du warst ein Oberhäupter. Oberhäupter vor allem. Wolkenläufer Reh. Ja, sieht aus wie so, als hätte ein Reh und ein Griffin miteinander gevögelt und das Kind dabei ist nicht sehr gut bei weggekommen. Der Wind erhebt die noble Höhe, I guess, während unten die Wolken das Fleisch zum Sterben markieren. Halte die Stufen im blauen Himmel, I guess, oder wandere unten, wo die Erde dreckig ist. Ach, ist wieder so lost in translation, wie ich so gerne denke hier. Now what? Riesenstein, der fehlt auf jeden Fall noch. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die angehen soll. Ja, theoretisch, die Hände an den Armen, da waren leuchtende Stelle, also eine wahrscheinliche Schwachstelle, aber in die Nähe kommst, hat er den Arm halt einfach wegbewegt und ja, da kannst du nichts mehr tun. Wenn ich mal vorne hinrenne einfach. Welche? Hab ich schon mal gekämpft? Ah, hier ist noch so ein Stein, muss man so zu nennen. Ach komm, wie viele gibt's denn noch? Das ist Nummer 4, glaube ich, von denen. Laufen. Achso, der Kiefer ist das. Die Kiefer muss ich auch noch irgendwie verhauen. Naja, irgendwie verhauen heißt es. Was immer das ist. Ich tippe mal auf Minispiel, haha. Sein wird danach. Ja, in dein Arsch. Aua. Kaputt. Aber nichts passiert. Muss man die überhaupt verhauen, ist so die Frage am Ende, ne? Oder hat das vielleicht jetzt diesen großen Stein geschwächt, dass sie weg sind? Oder stärker gemacht, weil er wütend wird? Oh oh. Ich hoffe mal nicht. Bin ich der? Ach, da ist er. Ach, hallo, ich hab dich schon gesucht. So, mal sehen, ob es diesmal besser funktioniert. Halte. Also ich halte noch nicht, weil ich soll nicht jetzt gar kein Prompt ist. Verbraucht sich.
Mein Gott. Wann soll ich halten, wann soll ich nicht halten? Weil die Ausdauer wäre jetzt leer gewesen. Also habe ich mal kurz losgelassen. I don't get it. Oder ist das ein Ausdauercheck nach dem Motto, hast du all deine Kerne für Ausdauer ausgegeben oder nicht? Ich bin tot. Oder auch nicht. Ah. Kann sie im Sturz holen? Ne, ich habe nicht genug Ausdauer, wie es scheint. Gut, dann eben nicht. Ja, dann leck mich doch. Leck mich doch am Popoloch. Es wird jetzt ein Riesenstein.
Okay. So ein dummer Boss. Oder etwa nicht. Naja, egal. Ich habe ihn ganz skillful hust irgendwie besiegt. Lass mich dich weiter töten. Du hast es verdient. Naja. Ein Drop oder so. Du schon wieder. Okay, I guess. Hä? Ich bin verwirrt, was das jetzt alles auf sich hatte, aber gut. Skaga, der Weiße. Aha. Jeder letzte Winkel. Okay. Was bist du denn? Oh, wait. Das habe ich gar nicht gesehen. Der war normal, also grün. Rare, lila und so weiter und so fort. Wow. Anpassungsfähigkeit enthüllt die Bedeutung in Subtilität. Dieser Schatz war einst versteckt im Kopf des Buddhas und bringt ein Geheimnis, das noch enthüllt werden muss. Oh. Wie die alle. Yes. Und wir haben... Oh. Ein Yoga-König. Du warst der König? Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Das hier waren alle Story-Pflichtbosse. So, naja, heißt alles. Das waren die Story-Bosse. Du gehörst zur Story? Ah, I guess. Riesen-Shigandang. Das Ding. Auf Steinen Gipfel wird göttliche Geburt entdeckt. Doch ihre zwei Herzen halten Weisheit versteckt. Den Himmel und die Erde zu erschüttern scheint leicht. Doch nur mit bekannten Plänen wird das Glück erreicht. Echt, echt. Okay. Und das ist der Affe? Mandrill Anführerin? Du bist eine Anführerin von irgendwas gewesen? Ein Herz voll Sorge mit Träumen unklar, verließ den Berg, reiste weit und nah. Sucht die fünf Skantas, fand nichts. Wahre Weisheit liegt im Loslassen, so spricht's. Heißt nicht gefunden. Gefunden hat sie die alle. Du kam ich mal dazwischen und sie ist abgehauen. Na gut. Gibt's denn noch was hinter dir? Gab's in irgendeiner Boss-Arena nach dem Boss noch was einzusammeln? Immer das Gefühl, es könnte was sein. Ich glaube, es gab nur... Naja, bei den Bossen, bei denen da hinter ihnen der Weg halt weiter gegen deine Kiste. Ah, oder ich habe sehr viele übersehen. Na gut. Inventor.
Ach genau. Direkt benutzen. Ist ja gut. Oh. Wir haben ein paar Geistkerne. Lass mal Ausdauer machen. Können wir uns auf dem Käfer festhalten. Fertig. Weil die läuft ja aus, während wir da draufstehen. Vielleicht müssen wir länger draufstehen. Ich weiß wie lange. Egal. Mal sehen. Einfach alle Kerne, die wir haben, da drauf werfen und fertig. Self-refinement is the way to make golden pills. What say you, brave one? Ganz vergessen, bei ihm zu gucken. Was hat der denn bekommen? Ach, diese lieber Wiederbelebungsfiolen. Jetzt Rezepte. Ich würde ja sagen, ach komm, wir kaufen einfach alles. Wir haben das Geld ja, aber das stimmt gar nicht so wirklich, oder? Über die ganzen Tränke mal 3 zu kaufen. Der auch, das sind 6.000 allein schon. Dann nochmal 5, dann nochmal 3, es summiert sich. Lass mal die mitnehmen, einfach weil sie, damit wir sie haben. So. Bitte um Elektriere. Aber wenn ich die nie benutze. Oh, ein Wiederbelebungsding zu bekommen. Und ja, ich hab's gesehen. Die 5 Skandas zeigen. How astounding it is, the 5 Skandas are but abstract notions. Yet you have made them tangible. Might I be permitted to make something with them? Ja, dann macht das viel Spaß. Seek from within to ascend. Seek from without to craft pills. Okay. A wondrous marvel of the universe. Medizin der himmlisch. Was himmlischen? Okay. Schwächere himmlische Medizin, die mehrere Attribute erhöht. Oh. Cool, I guess. May Lord Lau. Wir haben 20 Kerne. Wo kommen die denn her? Ich meine, das sind die weiterhin gedroppt. Hier, schmeiß einfach alle rein dann. Nimm hin. From Yin and Yang. And thou shalt have pill. Wusch. Ui, ja, das ist ein Unterschied. Ich weiß, wir haben am Anfang ein paar Pillen Geistkerne gefarmt, um hier Sachen aufzuleveln und jetzt. Ja, nimm. Keine Ahnung. Wir haben noch 2 über. Weiß was hier? Mach die höher. Seek from within to ascend. Keine Ahnung. Each nature inherits its unique. Wahrscheinlich besser als gar nicht zu verwerten, die Dinger. Naja, haben wir uns gefunden, zufällig. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe eine verpasst. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt den einen mehr haben. Ich habe jetzt 10 oder so von diesen Bossen oder was das sind verhauen, aber seitdem so lange nichts gefunden. Drink, drink. It can lead to success or failure. Wo haben wir noch uns nie umgesehen? Eine Stelle. Wir haben hier in diesen Geheimhöhlen nach dem Bosskampf sind wir nie zurückgegangen. Glaube ich. Da ist am Ende diese Sequenz mit der Kammer gekommen. Und ich habe andere Leute gesehen, die das gemacht haben. Und der Boss hatte mehrere Phasen, wenn man es denn so spielt. Man konnte durch die Tür gehen und dann wurde der Kampf irgendwie woanders weitergeführt. Ach, da vorne. Dieser offene Weg, der ist mir im Kampf nicht aufgefallen, also bin ich da nie nah hingegangen. Ach, Lava. Sind wir nie reingelaufen?
mich sehr gewundert, weil die Sequenz, die angefangen hat, fügt. Waren Geister. LOL. Hätte ich den Kampf mal richtig gemacht damals, wa? Weil die Sequenz, die mal hier nach dem Kampf abgespielt ist, die ist in der letzten Kammer gewesen. Nicht da, wo wir ihn besiegt haben. Also vor der nächsten Kammer, wo die ausgelöst, die Sequenz. Wo ist man dann hier noch lang gekommen? Hallo? So viel verpasst. Naja. Solange der Boss nicht nochmal spawnt und uns angreift. Es hieß, in anderen Räumen wäre der Boss leichter. Kann aber irgendwie die Lavafläche des ersten Raumes resettet oder sowas. Wenn du halt nicht mehr im Raum bist, ist klar. Das ist ja riesig noch hier, ey. Aber der Raum dahin ist doch auch komplett Lava, oder sehe ich das falsch? Und da ist das Tor aus der Sequenz. Na gut, dann war der Wurm jetzt da nach dem ersten Kammer. Das ist trotzdem so ziemlich am Ende gewesen des Kapitels. Okay, never mind. Und wir jetzt noch zu ihm. Ich frage mich, wie man dann die letzte Hochstufe bekommt. Vielleicht New Game Plus, wenn du dann nochmal 20 Aufwertungsdinger findest oder so. Also der ganze zweite Spieldurchgang dann die Würmer findest und ihm die gibst. Also es gibt keine weitere Stufe und ich habe das eben falsch gesehen. Mal gucken. Hey du, ich habe da was für dich. Oder für mich mehr. Two drops. Und für den hat es nie gereicht. Okay. 50. Such fine brew would fit your good well. Hey, magst du mir 7? Einfach nur ein Slot mehr. Und es gibt nochmal was für 5. Wow. Ich glaub's nicht. Ich glaube, das ist dann wirklich für die New Game Plus. Stell dir mal vor, du hättest hierfür welche ausgegeben. Der wäre wahrscheinlich stärker immer noch, aber nur halt über Zeit. 10% Unterschied. Lohnt sich. Wäre das nützlich gewesen in den einem oder anderen Kampf? Wenn das Gift zwar runterbekommen, wir wurden aber eh wären neu vergiftet worden direkt. Also eigentlich nicht. Komm, wir nehmen auch hier diesen bessere Heilung, wenn es kritisch wird. Warum nicht? Naja, mal sehen, wo der Käfer ist. Jetzt haben wir mehr Ausdauer, jetzt müssen wir uns länger festhalten können. Hoffen wir mal, dass das genug ist und die Lösung ist. Ich habe bei die Schuhe von Wukong bekommen. Ich glaube, die hatten auch einen Ausdauerbonus, oder? Was soll's. Ist ja nicht so, dass ich die Pillen besser verwerten könnte als dafür jetzt. Ah, da ist er. Da kommen wir noch an? Wahrscheinlich nicht, oder? Wird nicht reichen, oder? Ich hab gezögert. Hätte es gereicht. Ah, doch. Oh. Warum brennt der eigentlich? Töten wir den Käfer dadurch, dass wir ihn festhalten und unsere Hände brennen? Jetzt sind wir gefallen beim letzten Mal. Oh. Okay, nochmal. I guess. Oder hat sich was verändert? Und festhalten. Wow. Okay. Sterbe ich? Oder hat's gereicht? Okay.
Ah, das Krönchen. Hey, Budgie. Ja. Splendid. with these silly strands, you're all the more like Wukong. Just don't prance around with your might as he did. That monkey's got a stash of treasures. I'll scout around some more. Okay. Was hat das mit diesem Stat-Check auf einmal auf sich? Goldener Fengschweifkrone. Okay. Ja, Teil des Sets, ne? War klar. Verteidigung, Max Mana. Okay, eins gibt HP, eins Mana, eins Ausdauer. Was gibt dann Teil 4 und 5? Wobei 4 wird Rüstung sein. Was ist Teil 5? Naja, ja, brauchen wir nicht. Da kann ich weiterhin beim Sprinten heilen. Halte ich für sinnvoller als ein 3er-Cent-Bonus, der mich nicht interessiert. Hm. Oberhaupt. Wait, Oberhaupt? Den haben wir doch gar nicht umgebracht diesmal. Oh Gott. Fängschwänziger General. Ich weiß immer noch nicht, wie du ein General bist, aber gut, Fantasiewelt. Feurige Schwänze auf der Stirn. Okay, meinetwegen. Sie fahren Feuer, ja, ja. Lauert neben dem Berge. Der Geskillte eine. Meidet die Kriege, die er fürchtet. Der Ungeskillte brüllt mit rücksichtslosem Stolz. Hm. Ne, ich kann das überhaupt nicht zuordnen, wie das so funktionieren soll. Wo sind die ganzen Charaktere? Ach, na gut. Noch ein Oberhaupt. Hm. Naja, da hinten gab es einen Weg, den wir noch nicht lang sind. Weil das ist auch aus dem Tal raus. Was ist hier los? Wieso blinkst du, glitzerst du? Hier waren wir schon oft genug. Okay. Äußerst detaillierter Käfer. It's in me! It's in me! It hurts! Out! Kid! Help me out here! This is a tough swallow! Wir sind eine Zikade. Musste ja irgendwann nochmal wiederkommen. Dritter Mal. Au, au, au. Bewaffnetes Bismarck-Wort aber Dienerin. Okay, Anbieterin. Okay. Kompus aber ganz schön hart, du. Oh.
Lass dich doch mal hauen. Hat das denn Kleidung an? War es nicht gerade ein Insekt? Okay, wen oder was hast du da gerade angegriffen? Sag mal. Oh, what the fuck? Okay, und? Da war vorher auch schon Blut dran. Mein Gott. Lass mich doch mal gucken, was du kannst, bevor du mich unfair unhaust. Jeden Konter verhauen, ey. Ach, komm mal. Okay, okay, ja, ja, ist gut. Also, der hat endlose Angriffskombos, wie scheint. It's fine. Das Timing ist weird, wie immer. Gehen wir hin. Wirkt jetzt nicht so schwer, aber wenn man das Muster nicht erkennt, dann schwierig. Wieder da. Ja, du triebst. Wir wissen es. Wieso darf ich den Teil nicht skippen in dieser Sequenz? Ach. Darf ich auch mal angreifen? Nicht immer nur doof. Ich bin ja kein Arbeitskampf. Ach ja, sonst nie. Haut sie oder es. Yay, Nadel.
gar nicht gecheased oder so. Oh doch. Absolut. Teile. I owe you once more for saving my ramp. My belly's not too vile, is it? I'm not a meat eater after all. I hope it didn't repulse you. Well, you fetched it. It wasn't all that bad, eh? Now that Wukong's armor set is complete, we should go to Water Curtain Cave. Come with me. Oh. Also die Frage, ob wir hier so langsam fertig sind, hat sich irgendwie gefühlt damit gerade beantwortet. Jetzt hätte es vollständig, geh weiter vorwärts. Oh, I guess. Auch wenn ich das nicht benutze. Meh. Oh, sie hat Crit-Chance. Plötzlich sind diese Arme vielleicht doch interessanter als diese hier. Aber es gibt ja auch Crit-Chance. Ich glaube, es waren 5% und ich verbrauche ja ständig Fokus. Dann sind sie doch noch besser. Außerdem ist da Frostresistenz drauf. Yay, I guess. Nehmen wieder 2 Punkte. Oh, da unten haben wir noch einen vergessen, ihr habt schon. Hier, mal voll. Jetzt haben wir. Und das war der letzte Oberhäuptling. Wir nur noch Charaktere. Das wundert mich. Wir haben niemanden getroffen in dieser Welt, oder? Außer diese Gegner, die wir alle umgehauen haben. Außer den komischen Käferkommandanten, der ist abgehauen. Der macht weiter sein Ding. Bewaffnete Smaragd. Anbeterin war es, okay. Ja, Smaragd-Anbeterin, Ruby-Augen, Jade, Adum. Alles verschieden. Mit roten Augen und grünlicher Verzierung, Jade halt. Blüht ihre Klingen stürmisch und verdorben oder so? Ja. Wenn Gerechtigkeit es nicht schafft, sich zu zeigen, wird eine eiserne Faust den Schlag ausführen. Ja, ja, das macht irgendwie sogar dann Sinn mit Scorned. Ein bisschen. Alles im metaphorischen Sinne natürlich. Du wolltest irgendwo in die Richtung, glaube ich. Ach, keine. Einfach mal hochfliegen. Hochfliegen. Genau. Da. Irgendwo da hinten ist, war das Flusspferd. Ist das gewesen? Richtiger Durchgang sogar ist das. Oh oh. Na gut. Oh. Das war ein kurzer Flug. Kannst hier nicht aufsteigen. Fertig. Wasserschleier Höhle. Aber ich... Oh Mann, oh. Na gut. Übrigens Safe Point noch. Oder ein Respawn-Point. Ob es hier noch Kisten gibt zu suchen oder sowas. Ach, zweifle irgendwie dran. Aber ich gucke trotzdem. Hier sehen wir den Wasserfall, die berühmte. Ah, ne, wir werden wahrscheinlich reingehen durch den Wasserfall. Oder wie sieht es da oben aus? Das Wasser eine PNG-Datei oder sowas? Oh Mann. Ich sehe keinen direkten offensichtlichen Weg. Soll ich mal versuchen durchzuspringen? Ach, oh. Ah.
Okay, cool. Die Höhle hinterm Wasserfall. Hust, hust. Oh Mann. Lag. Bist zu ruhig. Erleuchtet hell. Ist da wieder was? Ein Savepoint oder nur ein Feuerchen? Natürlich nur ein Feuerchen. Nur einmal so eine Fotomodus-Möglichkeit, um hübsche Bildchen zu machen. Sag mal. Dieser Turm, oder wenn nicht sogar Stab, erinnert mich, ich muss gerade an den Eingang zum Sonderbereich im Kapitel 5 denken. Aber wenn ich den genauer angucke, das ist doch einfach nur ein Stab. Ist das Wukongs Stab? Ja. Er kann sich ja riesig und lang machen und was auch immer. I mean... Gibt es ja gar kein Drumherumdenken mehr. Eine Interpretation notwendig. Natürlich. Where do you come from? Outsider. In my realm, all monkeys are of similar face and shape. Your face speaks of a different breed, and an ugly one. You must be a Yaogwai from another land. I've never ventured here since that journey. Nothing's changed after so many years. He said this and told me to kneel. Right here on this seat. Ah, here it is. I knew it. Wukong is tight-fisted, even Guan Yin agrees so. He kept it here so it could be passed down to another one of his kind. Now it's time for you to try it, kid. Versteckt? Naja, er ragt irgendwie in den Himmel. Wobei wir ihn auch vorher nicht gesehen haben, irgendwie. Ist die Waffe nützlich? Hat sie Crit-Chance? Oder Crit-Schaden wahrscheinlich. Wenn sie jetzt Crit-Schaden? Der fehlende Status, den das Set bisher nicht mitgebracht hat.
Once you have this, there's no turning back. Now, you look exactly like Wukong. Nicht wirklich. You're all set, kid. You look like a fierce warrior. Come with me. Let's find out what that old monkey is up to. Dieses Stück Eisen, ein kleiner Streich ist tödlich, ein bloßes Antippen der Untergang. Die geringste Berührung reißt die Haut ab, auf oder ein kleiner Klaps lähmt die Muskeln. Klingt sehr OP, aber ich wette, nichts davon stimmt. Oh. Gut ausgerüstet, ja, ihr seid voll ausgerüstet. Und ich sehe nicht aus wie Wukong, ich habe sein Set nicht angezogen. Es ist Crit-Chance. Aber weniger, oder? Sondern 10? Sauerei. Ja gut, da kannst du natürlich nichts sagen. Nee, der Schaden ist höher. Punkt. Der vierte Fokuspunkt bleibt lange bestehen und sein Fokus verfällt nicht mit der Zeit. Ja gut. Und ein Teil des Sets. Wuhu, das Set interessiert mich trotzdem nicht. Ich sehe schon, wie alle ihre drei Zauber oder so raushauen und dann eh kein Mana mehr haben. Ah, die schöne Crit-Chance. Im Set hätten wir 24% dann, oder? Egal. Jingubang. Whatever. I don't care. Let's go. That old monkey will be waiting on the peak of the hill if we have the 5 relics. Ach, heißt es das? Er wartet dort, wenn wir die Relikte haben. Okay. Ich dachte, es würde die einfach gar nicht mehr geben. Dann nochmal schön Lag zum Finale. Jetzt. Yes. Und der Safe Boy. Welch ein Glück. Hm.